Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr seht, ich habe meine Begrüßung so ein bisschen geändert, weil sich ein paar von euch aufgeregt haben, dass sie sich immer erschrecken, wenn ich am Anfang sage, hey! Und deswegen dachte ich mir, lasse ich das jetzt einfach mal. Ich werde mit euch heute meine Schminksammlung ausmisten. Dieses Video ist inspiriert von der lieben Sarah. Ich werde euch ihr Video auf jeden Fall mal in der Infobox verlinken, denn sie hatte ihre Schminksammlung ausgemistet und ich fand das mega cool. Und bei mir lohnt es sich wirklich. Leute, ihr werdet gleich den Messi-Schrank des Jahrtausends sehen. Ich werfe da mittlerweile einfach nur noch das Zeug rein, weil ich keinen Platz mehr habe. Und ich dachte mir, wir können daraus auch was Positives machen, denn alle Sachen, wo ich noch nicht reingedutscht habe mit meinen Fingern oder die ich noch nicht auf meinen Lippen ausprobiert habe, die könnt ihr heute einfach gewinnen. Und ich würde sagen, wir beginnen heute mit Schublade Nummer 1. Ich glaube, das muss in mehrere Teile gestaffelt werden, weil es einfach so viel Zeug ist. Ich habe mir übrigens auch extra einen neuen Schrank für meine neue Schminke gekauft. Aber da gibt es leider einen kleinen Fail. Davon werde ich euch aber gleich mehr berichten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. Das ist übrigens der neue Schminkschrank, den ich mir geholt habe. Das ist Alex von IKEA und hier kommen wir zu meinem persönlichen Fail of the Day. So nenne ich das jetzt einfach mal, weil IKEA hat in dem Paket leider von diesen seitlichen Brettern für die linke Seite eins zu viel und für die rechte Seite eins zu wenig geliefert, für die großen Schubladen. Und deswegen kann ich das nicht weiter aufbauen, bis ich das mit IKEA geklärt habe. Also zählt lieber immer erstmal nach, bevor ihr es zusammenbastelt. Okay Leute, es wird jetzt ernst. Wehe, jemand mobbt mich in den Kommentaren, ja? Ich glaube, jeder hat sowas schon mal gesehen, oder? Tada! Das ist es. Ja, diese Schublade werden wir heute zusammen ausmisten. Und ich würde sagen, wir legen am besten direkt los, weil das könnte lange dauern. Ich lege jetzt einfach mal mit den Paletten hier drin los. Die Naked Heat Palette, die habe ich schon benutzt und die werde ich auch weiterhin benutzen. Die mag ich sehr gerne. Diese Palette hatte ich mal für ein Video gekauft, das muss ich aber noch drehen. Werdet ihr dann noch sehen. Diese Highlighting Palette von NYX, das ist die Strobe of Genius Palette. Die mag ich sehr gerne. Mensch, so, die hat auch richtig tolle Töne drin. Ich glaube, die habe ich zweimal. Und wenn ich sie jetzt hier drin nochmal finde, werde ich sie heute auch verlosen. Ansonsten kommt sie in einem nächsten Video vor. Das hier ist nur Verpackung, das kommt in den Müll. Hier haben wir, ach, das ist ja super. Hier haben wir was zum Highlighten. Das habe ich noch nie verwendet, noch nicht getestet. Werde ich euch direkt verlosen. Sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Töne drin. Das ist von NYX die Born to Glow Palette. Die Spotlight Highlight Palette von BH Cosmetics. Auf die bin ich sehr, sehr gespannt. Also die wollte ich unbedingt haben. Ihr seht, ich habe die auch schon so ein bisschen geswatcht. Und ich kann einfach mal zum Beispiel hier in diesen Ton reingehen. Könnt ihr das sehen? Also ich swatche einfach mal hier auf meinem Handrücken. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt, aber da könnt ihr es gut sehen. Die Töne sind so krass, die kann ich euch sehr ans Herz legen, die Palette, wenn ihr auf Highlighter steht. Diese Palette habe ich schon mal in einem Live-Test für euch getestet, die fand ich sehr gut. Die werde ich aber an meine Familie verschenken, weil ich einfach zu viele Paletten habe. Hier haben wir die Bronze Paradise Palette, da sind sehr, sehr schöne Töne, vor allem für den Sommer drin. Und die werde ich da auch verwenden, also kommt die auch in meine neue Aufbewahrung. Die Palette habe ich schon sehr lange, das ist die Meet Matte Nude Palette von The Balm. Ihr seht, hier sind ein paar Töne auch schon ziemlich abgenutzt. Hier sind vor allem matte Töne drin, was ich persönlich auch bevorzuge. Ihr seht, es sind sehr, sehr viele Sachen von BH Cosmetics dabei, einfach weil ich auch ein großer Fan von BH Cosmetics bin. Hier haben wir die Forever Nude Palette. Ihr könnt sehen, die Palette benutze ich auch sehr gerne, vor allem dieser Ton ist ziemlich aufgebraucht. Hier haben wir die Miss Bella Palette, ihr seht, die benutze ich auch sehr gerne. Und das ist auch eine meiner Lieblingsprodukten von YouTubern selbst. Das ist die Strobing & Contouring Palette von Essence. Die finde ich auch ganz gut und die behalte ich, weil ich die noch für Videos brauche. Schon wieder eine Palette von BH Cosmetics. Ich sag's euch, ich werde diese Marke heute noch ziemlich oft nennen. Und das ist eine Palette mit sehr vielen erdigen Tönen. Und die hat auch viele gute pigmentierte Töne drin. Diese Palette habe ich schon ewig, also die habe ich bestimmt schon 2 oder 3 Jahre. Das ist die 120 Color Palette. Und hier könnt ihr sehen, da sind sehr viele Lidschatten drin. Da ist sogar noch eine Palette drin. Und wie ihr seht, habe ich die auch schon ziemlich gut benutzt. Hier habe ich jetzt die Wild Child Palette. Natürlich, wie soll es auch anders sein, auch von BH Cosmetics. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Ich glaube, den Ton habe ich mal geswatcht, aber das ist schon ziemlich lange her. Ich weiß nicht, würdet ihr sagen, dass ich die noch verlosen kann oder nicht?
Ihr bestimmt jetzt in den Kommentaren, ob ich die Wild Child Palette verlose oder nicht. Wenn die meisten für Ja stimmen, dann kommt sie mit in das Paket. Und wenn die meisten für Nein stimmen, dann kommt sie nicht mit in euer Paket rein. Ich würde sagen, diese ganzen Paletten hier, die überspringen wir jetzt mal, weil das würde einfach den Rahmen sprengen. Die behalte ich auf jeden Fall alle. Da habe ich zum Beispiel hier eine Contouring-Palette von NYX, die mag ich gerne. Oder hier von The Balm die Nude Dude Palette. Die hat sehr, sehr tolle Töne drin. Hier könnt ihr sehen, die habe ich auch schon ziemlich viel benutzt. Und genau, die tue ich auf jeden Fall zu den Sachen, die ich behalte. Hier habe ich eine Wimpernzange. Ich habe noch nie wirklich eine Wimpernzange benutzt und mir persönlich bringt das auch gar nichts. Ich weiß aber, dass viele von euch das benutzen, deswegen kommt die auch in euer Paket. Ihr seht, die ist mega schön, die ist von Essence und die ist so ganz schön metallic lila. Hier habe ich einen Brush Cleaner von NYX und ihr seht, der ist noch eingeschweißt und deswegen habe ich es einfach nicht verdient, den zu behalten und deswegen bekommt ihr den auch. Hier sind ab und zu so ein paar Sachen von Essence drin, die werde ich aber rausfischen. Ihr wisst ja, dass ich auch Videos für Essence TV mache und dementsprechend muss ich die natürlich aufbewahren. Okay, ich habe jetzt so ein paar Essence-Sachen aussortiert, damit die uns nicht aufhalten. Hier habe ich jetzt so Anti-Aging-Konzentratkapseln von Balea. Die kann ich euch sehr ans Herz legen, wenn ihr trockene Haut habt. Die mag ich richtig gerne, deswegen behalte ich die auch. Und hier habe ich die Total Control Drop Foundation von NYX und davon habe ich so viele Töne. Die beide bekommt ihr auf jeden Fall auch, weil die sind noch original verpackt. Dieses hier habe ich zum Beispiel anscheinend schon verwendet und deswegen behalte ich die. Ich stehe total auf die Augenbrauenstifte von NYX und den hier hatte ich mir extra ausgesucht. Deswegen werde ich den auch behalten, weil ich den als nächstes benötige. Meiner ist nämlich fast leer. Hier habe ich eine Mascara, die viele nicht mögen. Das ist die Push-Up Drama Mascara von Maybelline. Manche sagen, die würde so Fliegenbeine machen, aber mir macht die Wimpern echt total schön. Zumindest meiner Meinung nach. Okay, Leute, das ist keine Schminke, das sind Seifenblasen. Aber man kann ja auch mal Spaß im Leben haben und deswegen kommt das auch in euer Paket rein. Hier habe ich von The Balm den Bahama Mama Bronzer. Den mag ich auch sehr gerne. Der ist ein bisschen anders als der Hoola Bronzer, aber den verwende ich auch gerne im Sommer, wenn ich ein bisschen brauner bin. Hier habe ich von Catrice einen Primer und der ist so uralt, der kommt auf jeden Fall in die Tonne. Ich habe die Aufnahme jetzt kurz pausiert, denn ich habe mir NYX Lippenprodukte rausgesucht, die alle noch verschweißt sind und ich kann die einfach nicht testen in diesem Leben. Deswegen bekommt ihr die alle. Also da sind Lingerie-Produkte dabei, Cosmic Metals, dann haben wir da Liquid Suede Produkte, also da müsste auch für jeden etwas dabei sein, das bekommt ihr alles. Mir ist gerade auch aufgefallen, ich habe hier mehrere Lippenstifte von Essence, die ich doppelt habe, die ich dann nicht für meine Videos brauche und die werde ich dann auch an euch verlosen. Ich habe hier gerade auch ultra alte Sachen gefunden, zum Beispiel habe ich früher sehr gerne die Lippenstifte von P2 getragen, also da hatte ich wirklich fast jede Farbe. Also so bin ich wirklich im Alltag mit rumgelaufen, mit solchen Farben, das könnt ihr mir ruhig glauben. Das hier war auch ein sehr angesagter Ton für mich. Sieht man auch daran, wie gut der abgenutzt ist. An den kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Der hat ja auch so grüne Flecken. Den habe ich wahrscheinlich für irgendein Tutorial verwendet. Und hier ist noch so ein roter. Die kommen auf jeden Fall in den Müll, weil die sind uralt. Hier habe ich zum Beispiel auch ein kaputtes Puder von Essence, das All About Matte Fixing Compact Powder. Das ist jetzt die Sorte Waterproof. Das mag ich sehr gerne. Ich werde das auf jeden Fall in ein Tütchen packen und dann werde ich das noch aufbrauchen. Ihr seht, es wird wirklich nicht leerer. Also hier habe ich eine Packung von Yves Saint Laurent. Da hatte ich mal so eine kleine Palette von der Tara zum Geburtstag geschenkt bekommen. Ja, die Packung kann weg. Und ich würde sagen, ich kippe das hier jetzt einfach mal aus, damit ich hier eure Verlosungssachen reintun kann. Also ihr könnt sehen, eure Box ist schon prall gefüllt und sie wird definitiv noch voller heute. Und hier haben wir jetzt den Rest. Das hier war mein erster MAC-Lippenstift. Der heißt Sushi Kiss. Der ist so leicht orangefarben, den mag ich immer noch sehr gerne. Hier ist so ein Ombre-Lippenprodukt von Catrice, habe ich noch nie benutzt, kommt auch zu euch. Hier sind auch alles benutzte Lippenprodukte, die kommen erstmal zu meinen Sachen, aber da werde ich auch noch Sachen für meine Familie raussuchen. Ich werde die davor aber natürlich mit Alkohol desinfizieren. Kaufmannshaut und Kindercreme, Leute, ich sag's euch, das ist das allerbeste für eure Haut. Also wenn ihr irgendwie eine raue Stelle oder raue Lippen habt, tut das über Nacht drauf und am nächsten Tag ist alles wieder gut. Mein Geheimtipp behalte ich definitiv. Da hier bei diesen Lippenprodukten nichts mehr für euch dabei ist und das quasi alles das gleiche ist, nur in verschiedenen Farben, werde ich das jetzt kurz aussortieren, damit wir noch Zeit für die ganzen anderen Produkte haben. Hier habe ich noch jede Menge Glitzer von NYX gefunden und die mag ich sehr gerne. Die sind alle geöffnet bis auf diese eine Farbe.
Das ist so ein schöner Bronzeton und der kommt auch zu euch in die Kiste. Hier habe ich auch noch zwei Holographic Holo Shimmer Sticks und dieser hier ist noch nicht geöffnet, deswegen kommt der auch in eure Box rein. Ich habe für euch mal das Tattoo Brow getestet und hatte da drei verschiedene Farben und diese hier habe ich nicht getestet. Das hier ist die Farbe Light Brown und die werde ich euch auch schenken. Was sich hier einfach für einen Dreck ansammelt, weil immer wieder die Schminke ausläuft, das ist echt eklig. Gut, dass ich das jetzt mal sauber machen kann. Hier habe ich zum Beispiel von Diaderma ein Pickle Break. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das benutze ich schon seitdem ich 15 bin oder so. Ich schwöre da drauf, weil wenn ich einen Pickel habe, tue ich das drauf, lasse es über Nacht einwirken und meistens ist der Pickel dann am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag weg. Das hier ist eine Augencreme von Alverde. Die habe ich mir mal gekauft und die ist so alt. Die muss ich leider wegwerfen. Das wollte ich euch nur zeigen. Von Bath & Body Works gibt es so Handdesinfektion und ich kaufe mir in Amerika immer die Sorte Warm Vanilla und ich sag's euch, das ist so geil. Ich kann darauf nicht verzichten. Also immer wenn ich in Amerika bin, dann kaufe ich mir direkt 3 bis 4 Paketchen davon. Okay, ich würde sagen, ich kippe das jetzt wieder alles aus. Dann haben wir nämlich einen besseren Überblick. Ja, genau so viel passt in jedes einzelne Ding rein. Also wie gesagt, es ist mega viel. Ich hoffe, das Video dauert nicht zu lange. Ich sehe, hier sind auch wieder ein paar Essensprodukte drin, die werde ich gerade aussortieren und dann sehen wir uns wieder. Okay, hier habe ich noch was Eingepacktes, das kenne ich gar nicht mal mehr. Ach stimmt, das ist so ein Lidschatten von Flomar, den hatte ich mir mal selber gekauft. Davon habe ich mir damals extra 2 gekauft, weil ich die Farbe so schön fand. Und da ich den anderen noch habe, bekommt ihr den. Hier habe ich wieder 3 Sachen, die ihr bekommt. Also einmal ein Pinsel, ein Lippenpinsel von Ebelin. Dann haben wir hier so einen dünnen Lidschattenpinsel von NYX. Und einmal den That's the Point Eyeliner von NYX. Und das ist wirklich mein Lieblings-Eyeliner. Deswegen, ja, gehört euch. Hier habe ich 2 kleine Lidschattenpaletten von NYX. Und die werde ich behalten, weil ich die schon benutzt habe. Hier habe ich jetzt noch explizit Sachen für euch gefunden. Einmal eine schwarze Eyeshadow Base von NYX. Dann von Benefit den Eyebrow Conditioner, dann die Colossal Big Shot Mascara, einen Lippenprimer von NYX und noch ein NYX Lingerie Produkt. Hier habe ich jetzt nochmal Lidschatten, die ich mir selber gekauft habe. Die sind von Trended Up und P2. Diese beiden hier habe ich offensichtlich noch nie benutzt und deswegen schenke ich die euch auch. Diese beiden hier werde ich behalten, weil ich dafür auf jeden Fall noch Verwendung habe. Hier habe ich jetzt noch 4 Sachen, die sind hier drin, obwohl sie aufgebraucht sind. Deswegen werde ich die jetzt auf jeden Fall entsorgen. Das hier sind jetzt noch verschiedene Sachen für meine Familie und Freunde, die ich halt, wie gesagt, schon mal getestet habe. Da sind Eyeliner, Lippenprodukte und viele andere Sachen dabei. Der ganze Rest, der jetzt noch hier drin war, den habe ich gerade hier raussortiert, weil ich den behalte. Und hier sind vor allem Wimperntuschen drin, aber ich habe da mittlerweile so viel Zeug reingeräumt, dass ich nicht mehr weiß, was da noch alles drin ist. Also mal sehen. Okay, hier haben wir zum Beispiel verschiedene Nagelsticker. Die kriegt ihr auf jeden Fall. Hier habe ich die Tame & Frame Augenbrauenpomade von NYX. Die mag ich sehr gerne. Das hier ist jetzt, glaube ich, die Farbe, genau, die Farbe Blond. Und die bekommt ihr, weil ist noch original verpackt. Hier habe ich jetzt mal 3 Mascara rausgesucht, die ich euch schenken möchte. Hier habe ich einmal die They Are Real Mascara in Braun. Die habe ich nämlich noch nie verwendet. Und hier haben wir einmal die Best Lash Extreme Mascara. Die habe ich mir damals bei Amazon bestellt. Lauren Curtis schwört auf diese Mascara. Und ich fand die auch sehr, sehr gut. Allerdings, ihr seht, ich habe Mascara im Überfluss und die habe ich alle schon mal getestet. Die muss ich jetzt echt mal aufbrauchen. Und hier habe ich von Pixie bei Petra die Lengthy Fiber Mascara. Und die bekommt ihr auch. Ansonsten habe ich hier noch von Manhattan die Supreme Lash Mascara. Die mag ich gerne. Eine meiner Lieblingsmascara ist von L'Oreal die Paradise Ecstatic Mascara. Die ist aber irgendwie leer, deswegen werde ich die natürlich wegwerfen. Dann haben wir hier die Roller Lash von Benefit. Macht sehr schöne, lange und getrennte Wimpern. Dann die I Love Extreme Mascara. Die nehme ich gerne nochmal einfach für oben drüber, weil die nochmal zusätzliches Volumen geben kann. Ich würde sagen, der Rest ist relativ uninteressant. Hier habe ich nur noch von NYX so ein Eyebrow Gel. Und meine Cousine schwört da sehr drauf. Deswegen kriegt das auch auf jeden Fall meine Cousine. Und ja, ansonsten werde ich jetzt das hier aufteilen zwischen Familie, Freunde und mir. Okay, ich habe schon mal die nächste Ladung ausgekippt und das sind auch wieder alles Lippenprodukte. Aber ich habe hier gerade auch noch von Givenchy eine kleine Mascara gefunden. Die habe ich noch nicht benutzt und die habe ich 2-mal, deswegen bekommt ihr die auch. Und die sieht so cool aus, also
Viel Spaß damit! Ihr könnt jetzt übrigens auch an irgendeiner Seite abstimmen, ob ihr gerne möchtet, dass ich hier die beiden unteren Schubladen auch noch ausmiste oder nicht. Weil, wenn ihr das möchtet, dann mache ich das und wenn nicht, dann lasse ich es einfach sein. Hier sind jetzt alles matte Lippenstifte von Maybelline. Und da weiß ich, ich benutze die nicht, ich habe die aber leider schon verwendet. Und deswegen gehen die an meine Familie und Freunde. Hier habe ich jetzt nochmal ein paar Essenssachen gefunden, die ich doppelt habe. Die tue ich euch auch in eure Box. Und die anderen Produkte werde ich dann wieder zwischen Familie, Freunde und mir aufteilen. Und hier habe ich schon wieder eine leere Verpackung. Also das muss ich mir echt abgewöhnen, dass ich da Verpackungen reinwerfe, weil das klaut einfach erstens viel Platz und zweitens... Warum? Warum? Wir haben doch alle einen Mülleimer zu Hause, oder? So, wir sind fertig mit dem Ausmisten und hier wollte ich euch nochmal zeigen, was ich denn so ausgemistet habe. Also hier ist alles, was nochmal an meine Familie und Freunde geht. Hier, ja, sind die Sachen, die ich wegwerfe, also das ist echt gar nicht mal viel. Und das hier ist dann das Paket für euch. Das werde ich in 2 bis 3 Überraschungspakete aufteilen und dann geht das zu euch nach Hause. Wie gesagt, solltet ihr nochmal abstimmen in den Kommentaren, ob ihr die Palette haben möchtet oder nicht, weil dann weiß ich da Bescheid. Ihr habt gesehen, es ist wirklich bitter nötig, dass ich mal ausmiste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die ganzen Teilnahmebedingungen, um an der Verlosung teilzunehmen, findet ihr jetzt nochmal in der Infobox. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dann! Ciao!